Es ist schneller als man denkt, es ist wackeliger und nur wer das Fahrzeug und sich selbst optimal beherrscht, hat überhaupt eine Chance. Timo Krebs vom Albstadtwerke-Team rechnet sich allerdings eine aus. Aber hallo, gestern Training lief gut, jetzt sind wir vorbereitet, jetzt gucken wir mal, was der Renntag heute bringt. Also ich habe einen Bobby Quad, das ist ein bisschen größer als ein normales Bobbycar. Dann habe ich vorne und hinter Leichtlaufräder drauf gemacht vom City Scooter. Dann noch mit Stützhülsen drin, einfach für die Stabilität. Eine breitere Lenkstange, eine dickere. Und dann haben wir natürlich den Lenker auch hochgetan, dass es für so große Leute wie uns angenehm ist zum Fahren, dass man noch gut lenken kann. Andere Piloten haben sich besonders um die Optik gekümmert, um bessere Bodenhaftung, um den Glamour-Faktor, die Liebe zur Tierwelt und manche wollen gleich in die Nationalmannschaft. Es kommt jetzt ganz aufs Körpergefühl an. Timo Krebs wird eins mit seinem Bobbycar das erste Ausscheidungsrennen. Glatt gewonnen, jedoch an seiner Rennmaschine, da stimmt etwas nicht. Chefmechaniker Arno muss das wohl noch mal nacharbeiten. Derweil geht das Albstadt City Race weiter, sogar Raubtiere sind nun am Start. Und der reparierte Flitzer fährt zum Glück bald wieder. Anfangs haben wir quasi hinten nur die originalen Bobbycar-Deckelchen gehabt, die das Rad festhalten. Die haben natürlich jetzt der Belastung nicht standgehalten, haben die Achse rausgemacht und nochmal eine Verstärkung reingemacht. Ja, das ist für Kinder gemacht und nicht für Erwachsene. Und dann muss man halt manche Sachen ein bisschen regeln, sagen wir mal so. Ja. Sie nehmen das tierisch ernst hier, das Bobbycar-Rennen? Schon, ja, es kratzt schon an meiner Ehre, wenn dann irgendwas nicht so funktioniert wie gedacht. Timo Krebs und die Jungs von den Stadtwerken kennen praktisch jeden Pflasterstein auf der Rennstrecke persönlich. Das nennt man Heimvorteil. Wir haben ja ein paar Teilchen auch von uns aus der Arbeit hier verbaut, so Straßenkäppchen und so weiter. Da muss man natürlich gucken, dass man denen ausweicht, dass man da nicht so arg gebremst wird. Sie haben absichtlich welche verbaut. Ja, so ist es. Wir fahren auf unserer Leitung. Nur ein Spaß. Natürlich geht Fairness vor und das Finale naht. Erst für die Jüngsten und die Junggebliebenen und dann endlich auch für Timo Krebs. Jetzt steigt der Puls ein bisschen nach oben. Ja. Viel Schwung holen, Versuche. Und dann schöne Linie nach unten fahren und auf jeden Fall nicht bremsen. Das Finale wird ein heißer Ritt. Timo holt auf und kämpft sich toll kühn nach vorn. Ein historischer Moment der Rennfahrgeschichte. Timo Krebs ist der erste Sieger beim ersten Bobbycar-Rennen in Albstadt. Bin zufrieden. Dr. Trainer. Bin happy.